Willkommen in der Oberlausitz. Heute sind wir in Ostsachsen und beschäftigen uns mit der niederschlesischen Magistrale oder auch Horka-Schiene zwischen Knappenrode und dem polnischen Wengennetz, dem früheren Kohlfurt. Diese wurde in den letzten Jahren zweigleisig ausgebaut und elektrifiziert und ich möchte unseren Ausflug nutzen, um sie zu präsentieren und euch auf ein paar Absonderlichkeiten hinzuweisen. Die Eröffnung erfolgte 1874 als Teil der Verbindung von Roßlau über Lutherstadt-Wittenberg und Falkenberg-Elster nach Kohlfurt. Von Anfang an diente die Strecke vorrangig dem Gütertransport. Der Personenverkehr spielte in der dünn besiedelten Region stets eine Nebenrolle. Er wurde nach Ziehung der Oder-Neiße-Grenze infolge des Zweiten Weltkriegs zwischen Horka und Wengennetz eingestellt und nie wieder aufgenommen. Das zweite Gleis verschwand als Reparationsleistung in Richtung Sowjetunion. Die Elektrifizierung erreichte Knappenrode 1988 aus Richtung Westen, Wengennetz schon 1985 von Osten. Auf den 65 dazwischenliegenden Kilometern unterblieb sie, ebenso wie der Wiederaufbau des zweiten Gleises, sodass die Infrastruktur jahrzehntelang auf Nachkriegsniveau verharrte. Starten wir unseren verkehrsgeografischen Überblick in Knappenrode. Früher Umsteigeknoten, heute reiner Betriebsbahnhof. Auf der ins Braunkohlerevier um Spreewitz und Schwarze Pumpe führenden Strecke rollen nur noch Güterzüge, nachdem der über Spremberg nach Cottbus laufende Personenverkehr 2004 endete. Auf der Nebenbahn nach Bautzen fuhren die letzten Reisezüge 1999. Übrig blieb nur ein Stummel bis zum Kaolinwerk Kaminau. Tagebaubedingt wurde die Horka-Schiene Anfang der 60er Jahre im Bereich Losa neu trassiert, sodass sie sich um 1,6 Kilometer verlängerte. Losa erhielt einen neuen Bahnhof mit dem einzigen Gleisbildstellwerk der Strecke, in deren weiterem Verlauf die Zeit stehen blieb. In Uist, Klitten, Mücker, dem für seinen Waggonbau bekannten Nieski sowie in Horka Güterbahnhof regelten mit Stand 2010 je zwei mechanische Stellwerke den Betrieb. Hinzu kamen ein Schrankenposten in Klitten und die Abzweigstelle Sährichen, sodass von Knappenrode bis zur polnischen Grenze pro Schicht 15 Eisenbahner im Einsatz standen. Übrigens befinden wir uns hier im Sorbenland, weshalb die Bahnhofsschilder zweisprachig beschriftet sind. Horniketze, Uas, Delny Vujest, Kletno, Miko, Hosnica und Niska. Besonderes Augenmerk verdient der Horka-Komplex, wo sich die Strecken Knappenrode-Wengennetz oben und Cottbus-Görlitz unten beinahe rechtwinklig kreuzen. Einst existierte hier ein Turmbahnhof mit Umsteigemöglichkeit. Während der untere Bahnhof im Stundentakt von der Ostdeutschen Eisenbahn Odeck bedient wird, ist oben der letzte Reisezug, zuletzt eine zwischen Nieski und Horka pendelnde Ferkeltaxe, schon 2002 abgefahren. Beide Strecken sind durch zwei Kurven miteinander verbunden. Von Horka PBF zum GBF sowie zwischen den Abzweigstellen Sährichen und Mückenhain. Letztere ging erst 1957 in Betrieb und bewältigt heute den Nahverkehr Hoyerswerda-Görlitz. Hier ein Blick vom Bahnsteig in Horka auf die Abzweigstelle Mückenhain mit einer von der Verbindungskurve einmündenden Odeck. Fotos unserer Horka-Schiene aus der DDR-Ära und den 90er Jahren sind rar. Nach der Wiedervereinigung kam ein Großteil des Reichsbahnnetzes wie ein Eisenbahnmuseum daher und kaum jemand interessierte sich für eine landschaftlich unspektakuläre und gefühlt in Polen gelegene Strecke. Das änderte sich um die Jahrtausendwende, als Modernisierung, Rationalisierung und Stilllegung die altertümlichen Bahnanlagen in den neuen Bundesländern auf überschaubare Maße hatten schrumpfen lassen. Wohl keine andere eingleisige Hauptbahn mit alter Stellwerkstechnik wies zu jener Zeit noch einen dermaßen umfangreichen Güterverkehr auf wie Knappenrode-Wengennetz mit täglich rund 40 planmäßigen Zügen, die massenhaft Koks und Kohle aus Polen heranschafften. Logisch, dass immer häufiger Aufnahmen dieser scheinbar vergessenen Magistrale in den Hobbygazetten auftauchten. Von einer Elektrifizierung angesichts des perspektivisch wachsenden Güterverkehrs war erstmals im Oktober 2001 die Rede, als die Deutsche Bahn und die polnischen Staatsbahnen PKP ein entsprechendes Memorandum unterzeichneten. Danach passierte, wie so oft, lange Zeit nichts. 2005 hieß es, der Ausbau sei auf nach 2008 verschoben. 2007 waren der Bau des zweiten Gleises, die Elektrifizierung und eine Geschwindigkeitserhöhung auf Tempo 120 bis 2013 vorgesehen. 2009 wiederum war von einem Baubeginn 2011 und der Fertigstellung 2015 zu hören.
Zu diesem Zeitpunkt hatten die PKP am östlichen Neißeufer längst vollendete Tatsachen geschaffen und die Strecke bei laufendem Betrieb auf 13 Kilometern zwischen der Grenze und Weglin jetzt zweigleisig ausgebaut und elektrifiziert. Auf deutscher Seite war bis dahin lediglich das Kreuzungsbauwerk in Horka neu errichtet worden. Wie es mit der niederschlesischen Magistrale weitergehen sollte, war nach wie vor ungewiss. Ende 2010 wurde sie zwischen Knappenrode und Uist gesperrt, weil in Loosa die Böschung des Silbersees, einem gefluteten Tagebau, saniert werden musste. Hierfür waren zunächst 2 Jahre angesetzt. Wegen mehrerer Dammrutsche verzögerte sich die Fertigstellung bis 2016, was zu verschmerzen war, da der Ausbau nicht vorankam. 2011 war vom Beginn der Arbeiten 2013 und einer Fertigstellung 2016 zu lesen. In diesem Zusammenhang überraschte der Freistaat Sachsen mit der Ankündigung, die Mehrkosten für die Geschwindigkeitserhöhung auf 160 statt der geplanten 120 km/h zu übernehmen. In Angriff genommen wurde zunächst die Sanierung des Bahnhofs Knappenrode im Planfeststellungsabschnitt PFA 1, charakterisiert durch die Reduzierung auf 3 Gleise und Errichtung eines elektronischen Stellwerks. Es folgte im PFA 3 der Umbau des Güterbahnhofs Horka und der anschließenden Strecke bis zur Grenze von Februar 2014 bis November 2016. Für den fast 40 Kilometer langen PFA 2a zwischen Knappenrode und Nieski gab es erst im Frühjahr 2014 grünes Licht vom Eisenbahnbundesamt. Wegen Einwendungen Betroffener verzögerte sich der Baubeginn bis Herbst 2015. Im August 2017 war 1 Gleis von Knappenrode bis Nieski so weit hergerichtet, dass der Waggonbau auf diesem Wege bedient und der noch fehlende PFA 2b zwischen Nieski und Horka unter Totalsperrung umgekrempelt werden konnte. Im September 2018 wurde die Oberleitung des gesamten Ausbauabschnitts unter Spannung gesetzt. Im Oktober starteten die Testfahrten und zum Fahrplanwechsel im Dezember konnte nach 8 Jahren der durchgehende Verkehr wieder aufgenommen werden. Restarbeiten zwischen Nieski und Sehrichen liefen noch bis 2019. Noch ein paar Zahlen zum Streckenausbau. Für rund 520 Millionen Euro wurden unter anderem 200.000 Schwellen verlegt, 1.700 Oberleitungsmasten aufgestellt, 33 Bahnübergänge umgebaut und 5 elektronische Stellwerke errichtet, die von einem einzigen Fahrdienstleiter aus der Betriebszentrale Leipzig gesteuert werden. Die Reisezeit auf der als Seenland-Neiße-Shuttle vermarkteten und im 2-Stunden-Takt von der ODEC betriebenen RB-Linie 64 verkürzte sich auf dem Gesamtlaufweg Hoyerswerda-Görlitz um 5 bis 8 Minuten. Im Güterverkehr sind rund 20 Züge am Tag unterwegs. Das liegt weit unter der von 50 auf 180 Fahrten gesteigerten Streckenkapazität und fordert dem Fotografen einiges an Geduld ab. Soweit die Fakten. Wie eingangs versprochen, möchte ich noch auf ein paar Besonderheiten hinweisen, die nicht in offiziellen Publikationen ausgebreitet werden. Ein Punkt wurde bereits angesprochen. Während in Deutschland noch unklar war, ob und bis wann der Ausbau bewerkstelligt werden könnte, hatte Polen seine Hausaufgaben, sprich 2. Gleis und Elektrifizierung, bereits 2006 erledigt. Erst 6 Jahre später starteten die Arbeiten auf deutscher Seite. Aufgrund der erwähnten Silberseesanierung in Loosa wurde die Strecke jedoch schon Ende 2010 gekappt. Die RB-Linie 64 hätte ab diesem Zeitpunkt, theoretisch, noch zwischen Uist und Görlitz pendeln können. Praktisch verkehrte sie jedoch bloß östlich von Klitten, weil sich der Betrieb auf diese Weise mit einem Fahrzeug abwickeln ließ und DB Netz auf die Besetzung der Stellwerke in Uist verzichten konnte. Die Reisezeit Hoyerswerda-Görlitz verlängerte sich von rund 60 auf etwa 80 Minuten. Im Dezember 2012 war ein Baubeginn östlich von Knappenrode noch immer nicht abzusehen. Dennoch wurde die RB 64 auf dem kompletten Laufweg eingestellt. Die Busse verkehrten fortan von Hoyerswerda nach Horka, wo Zuganschluss von und nach Görlitz bestand. Die Reisezeit wuchs auf ca. 100 Minuten, letztendlich 3 Jahre eher als erforderlich. Da kann sich durchaus der Eindruck verfestigen, dass die Verantwortlichen wenig Interesse am Schienenverkehr und den Bedürfnissen der zugegebenermaßen nicht allzu zahlreichen Reisenden haben. Wen verwundert es da, dass in all der Zeit die dunkle Wolke der SPNV-Abbestellung über der Strecke schwebte?
Bis zum April 2017 war offen, ob hier nach Wiederinbetriebnahme überhaupt Reisezüge verkehren würden. Erst dann beschloss der zuständige Aufgabenträger, der Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien, ZVON, auch künftig Verkehrsleistungen zwischen Hoyerswerda und Görlitz zu bestellen. Umso mehr verwundert, dass der Freistaat Sachsen den ursprünglich nicht vorgesehenen Ausbau auf 160 km/h bereits 2011 finanziell unterstützte, zumal die eingesetzten Dieseltriebwagen nur eine Höchstgeschwindigkeit von 120 haben und nicht abzusehen ist, wann hier schnellere Fahrzeuge zum Einsatz gelangen könnten. In Hoyerswerda enden zwar der RE aus Dresden und die S-Bahn aus Leipzig mit 160 km/h fähigen Elektrotriebzügen, doch erscheint eine Durchbindung nach Osten aufgrund der knappen Fahrzeugressourcen unwahrscheinlich. Da die Elektrifizierung der Kurve Sährich-Mückenhain und der anschließenden Strecke nach Görlitz in den Sternen steht, müsste ohnehin in Niesky umgestiegen werden. Es bleibt also schleierhaft, welches besondere Interesse an Tempo 160 das Land Sachsen verleitet hat, entsprechende Gelder locker zu machen. Übrigens, seit dem Ausbau war ich zweimal für mehrere Stunden vor Ort und habe keinen einzigen Zug mit Elektrotraktion gesehen. Denn da man nicht der Saft in der Oberleitung verdirbt. Zu guter Letzt noch ein eisenbahnbetriebliches Schmankerl. Beim Ausbau wurden die Bahnhöfe Loser, Uist, Klitten und Mücker durch Entfernung aller Weichen zu Haltepunkten. Um eine gewisse betriebliche Flexibilität zu wahren, entstand zwischen Klitten und Mücker dieses Konstrukt, das auf den ersten Blick wie ein niedlicher kleiner Bahnhof aussieht. Tatsächlich handelt es sich um die aus je zwei Weichen bestehenden Überleitstellen Klitten West und Ost. Da sagt der normale Reisende, Bahnhof oder Überleitstelle, völlig egal, die Weichen sind doch da. Ganz so einfach ist das nicht, denn auf einem Bahnhof dürfen Züge wenden, auf einer Überleitstelle nicht. Von dort können sie nur mit maximal 20 km/h zurücksetzen. Wenn also westlich von Niesky ein Streckenabschnitt gesperrt ist, weil beispielsweise diesen beiden Grazien die Beine abgefahren worden sind, kann kein Teilbetrieb zur Bedienung der Unterwegshaltepunkte angeboten werden. Was problemlos möglich wäre, wenn dieser Komplex nicht als zwei Überleitstellen, sondern als Bahnhof definiert wäre, womit sogar noch einige Zusatzanzeiger hätten eingespart werden können. So richtig erschließt sich mir also nicht, warum diese ungewöhnliche Lösung gewählt wurde. Für den bloßen Gleiswechsel würde schließlich auch eine Überleitstelle mit Weichentrapez ausreichen, die mit halb so vielen Hauptsignalen auskäme. Wenn jemand Genaueres dazu weiß, ich lasse mich gerne aufklären. Und das war er, unser Trip zur Niederschlesischen Magistrale. Allzu viele Eisenbahnfreunde werden sich vermutlich nicht mehr hierher verirren. Doch trotz Modernisierung der Hawker-Schiene hält die Oberlausitz manch reizvolles Ziel bereit. Ein Besuch lohnt sich nach wie vor.